Hallo Internet, hier ist wieder Beckenzack für euch und willkommen zum nächsten Teil von meinem Let's Play zu Pokepark Wii Pikachus Abenteuer. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch nicht froh darüber, dass ich es spielen muss, aber da muss ich jetzt durch. Gut, im letzten Teil sind wir hier rumgelaufen, haben festgestellt, dass andere Pokémon zum Teil miese, blöde Petzen sind. Auf dem Schulhof wurden solche Leute früher verprügelt. Und da wir ja Pokémon sind, die sowieso eigentlich nur den ganzen Tag kämpfen, schauen wir mal, was sich da jetzt so ergibt. Die haben auf jeden Fall Indivien mitgenommen zu Bisaflor. Jetzt wollen wir mal schauen, was hier so Phase ist, ne? Komm, ich hatte schon, das ist doch keine Ausdauer, ne? Die Steuerung, die ist so furchtbar, ne? Es ist so schwammig. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe gerade ein Habitat gehört. Da ist ein Habitat. Hey, Bisaflor, der Zonenmeister der Grünzone, hat mich dazu abgestellt, in seinen Namen diese Turnübung zu beaufsichtigen. Aha. Du mit deinen mächtigen Turnübungen. Wow. Krieg ich irgendwas Spektakuläres, wenn ich hier heil rüberkomme? Ich hoffe doch. Nee, irgendwie nicht. Hier ist eine Kiste. Da ist was drin, wo ich jetzt nicht mehr rankomme. Toll. Scheiß Rückstoß! Och Mann, ey, diese... Boah, diese Kamera, Alter. Oh, komm her, hoch da. Boah, Pikachu, ne, du bist... Na, oh, fick dich. Komm her jetzt hier. So, rüber da. Nein! Ah! So, komm her. Falscher Knopf. Spring doch da hoch, du fette Ratte! Ich vermisse die Zeit, in der Pikachu im Anime wirklich noch eine fette Ratte war. Wenn man sich mal anguckt, wie sich Pikachu verändert hat, ist es ja immer dünner geworden. Aber das hier geht sogar noch einigermaßen. Von der Statur her. Jo, nochmal 100 Bären. Warum nicht? Was kostet die Welt, ne? Making it rain. Kann ich da runterjumpen? Nein, Pikachu ist nicht in der Lage, Klippen runterzuspringen. Halt, kann ich Habitat jetzt nochmal hier irgendwie was aus dem Kreuz leiern? Nö. Weißt du, was sehr effektiv ist gegen Flug-Pokémon? Elektrizität! Juckt den aber nicht. Indestructible. So, was haben wir denn hier, wo ich nicht runterspringen durfte? Oh, sehr cool. Wir haben hier ein Folipurba. Evoli, wenn es sich mit einem... Ne, nicht mit einem Blattstein. Es entwickelt sich irgendwie in der Nähe von Moos oder so, glaube ich. Wie wär's mit einem Wettstreit? Komm einfach nochmal zu mir, wenn du 20 Freunde gefunden hast. Ha! Du hast keine 20 Facebook-Freunde! Na, dann darfst du auch noch nicht mit mir spielen. Gott, was ist das nur für eine oberflächliche Welt, in der die Pokémon leben? Was haben wir da? Oh, nochmal Bären. Hört sich das irgendwie so an, als würde hier was glitzern? Aber hier sind nur ein paar Pusteblumen. Oder sowas. Okay. In der Pokémon-Welt hören sich Pusteblumen also an wie Kristall. Da ist eine Brücke. Wow, Zwischensequenz. Ah, Gekabor.
Du hast trotz des Verbots an jenem Spiel teilgenommen und es sogar gemeistert. Du bist mir fast schon ein bisschen unheimlich. Wie? Du willst wissen, wo Indivi ist? Bei Ibiza Floor, auf der anderen Seite dieser Brücke natürlich. Wo sonst? Na gut. Sollte Shellast es schaffen, beim Schüttelsprint eine besonders gute Leistung, mit anderen Worten, also die Bonusleistung zu erzielen, dann lasse ich dich über die Brücke. Aber ein fußfaules Pokémon wie er schafft das ohnehin nicht. Aha. Das heißt wahrscheinlich, ich muss jetzt mit Shellast spielen. Was ist denn das? Holz. Wir wollen nicht klagen, doch eins müssen wir noch sagen, denn wir brauchen mehr Holz. Eide Lilly, Eide Lillei. Hat keiner von euch Black and White mal gespielt? Nein? Okay, Entschuldigung. Noch mehr Holz! Was könnte darin sein? Vielleicht Holz? Wow, es ist auch Holz! Ah. Ah, ein Bidoof. Also, im Deutschen heißt es Bidiza, auf Englisch heißt es Bidoof und das finde ich auch noch viel besser. Was soll ich nur tun? Ich kann meine Freunde nicht zu mir rufen, weil Bisaflors Schergen die andere Seite der Brücke überwachen. Dieses Verbot, Fremde nicht in die Zone zu lassen, ist einfach viel zu streng. Ja, auch die Pokémon kennen die Teilung von Ost und West. Finde ich hier noch irgendwas Spannendes? Sieht irgendwie nicht so aus. So, wo war denn jetzt hier das Shellast? Da ist es. Shellast! Du möchtest, dass ich für dich an Bisasams Spiel teilnehme? Nie! Was? Ich würde dir damit helfen, eine Freundin zu retten? Na gut, ich verstehe. Wenn du es schaffst, mich zu fangen, erkläre ich mich dazu bereit, für dich am Schüttelsprint teilzunehmen. Willst du mit mir fangen spielen? Ha, aber natürlich. Alles klar, dann kann's ja losgehen. Ach. Jo, was geht? Wow! Hey, ich bin so gut, ne? Boah, ist das Spiel schlecht, ey. Uff, ich bin meterweit durch die Luft gesegelt und immer noch total wackelig auf den Beinen. Genauso ausgelassen muss es bei unseren Spielen zugehen, damit sich die frohe Kunde über den Park weiter verbreitet und neue Pokémon vorbeikommen. Jetzt sind wir zwei Freunde. Uhu! Ich werde beim Schüttelsprint mein Bestes geben. Nimm diese Beeren als Zeichen meiner Freundschaft. Shellast ist jetzt dein Freund. Oh, Pachirisu ist eingetroffen. Moba ist da und will spielen. Ein Pokémon, das aussieht wie ein komisches Sexspielzeug, möchte spielen. Wer hätte das gedacht? Mein großer Bruder und ich sind hier, um uns etwas zu amüsieren. Ich würde ja gern den gesamten Pokepark erkunden, aber dafür ist er dann wohl doch eine Nummer zu groß, richtig? Hm, du willst mit mir spielen? Oh ja, lass uns Fang spielen. Oh, warum nicht? Vielleicht bist du schneller und nicht so dumm wie Shellast. Und läufst direkt von meiner Nase entlang. Oh, der scheint tatsächlich ein bisschen weiter wegzulaufen. Wo ist es? Hab dich. Aber hey, immerhin ist es tatsächlich mal von mir weggelaufen und nicht in meine Arme. Du hast mich erwischt. Echt seltsam. Gegen Shellast habe ich noch nie verloren. Das schreit nach einer... Es ist auch keine Kunst, gegen das Ding zu gewinnen, wie wir gerade gesehen haben. Ah, ich werde auf dich warten. Ja, toll, wir sind Freunde. So, hier war doch noch ein zweites Pachirisu, oder nicht? Hallo, anderes Pachirisu. Wo bist du? Ja, welches von euch beiden habe ich jetzt schon angesprochen? Okay. Spielen die jetzt miteinander fangen, oder wollen die mich mobben? Stirb. Oh, jetzt weint es. Stirb! Sag mal, ist dir der Lianenhop eigentlich ein Begriff? Mein jüngerer Bruder und ich lieben dieses Spiel über alles, aber im Moment darf leider niemand daran teilnehmen.
Liegt das an mir oder klingt das auch schon wieder irgendwie abartig pervers? Hey, wollen wir eine Runde Fang spielen? Nein. Ach Mann, ich hätte so gern mit dir gespielt. Ja, da glaube ich dir sofort. Ich muss das andere Ding. Ich will jetzt mit dem sprechen. Komm her, du Puschel. Mein großer Bruder und ich sind hier... Ach, ihr seid anscheinend... Okay, obwohl ich mit dem anderen befreundet war und Fang gespielt habe, bin ich jetzt mit beiden befreundet anscheinend. So, hier war doch noch irgendein neues Vieh, was gekommen ist. Was war denn das nochmal? Boah, da ist eine Beere runtergefallen. Okay, cool, dass das geht. Da sind wir. Hä? Ah ja, da ist ja. Unser Analplug. Hast du in letzter Zeit ab und zu mal geflunkert oder gemogelt? Etwa wie ein Mogelbaum? Wortwitz. Entschuldigung. Also ich habe ja in meinem ganzen Leben noch nie gelogen. Und im Moment habe ich auch null Lust, mit dir Verstecken zu spielen. Du aber schon, oder? Im Verstecken gilt es, das Pokémon, mit dem du gerade einen Wettstreit veranstaltest, innerhalb einer vorgegebenen Zeit zu finden. Drücke B, um dich in die Richtung zu drehen, in die du schaust, um über Überblick über das gesamte Spielfeld zu gewinnen. Wollen wir Verstecken spielen? Oh, na klar, warum nicht? Gut, dann geht's auch schon los. Ich werde mich auf keinen Fall an deinem Felsen verstecken. Wow, Spoiler. Kann es sein, dass ich das Ding schon von hier sehe, hinten rechts? Boah, du bist ja... Was bist du denn, Imba? Du hast dich ja so gut versteckt. Pff. Unglaublich, du besitzt die Gabe, Wahrheit von Lüge zu trennen. Nee, also eigentlich kann ich nur weiter als 10 Meter gucken. Lass uns Freunde werden, das meine ich ganz ehrlich. Der alte Mogelbaum ist angeblich auch hier, um mit dir Verstecken zu spielen. Das ist mein Ernst. Ja, verstanden, dass das dein Ernst ist. Ist ja gut. Mogelbaum! Mogelbaum ist ein Pokémon, das mag ich eigentlich recht gern. Das finde ich ganz cool. Out of my way! So, wenn ich jetzt wüsste, wo das Mogelbaum sich befindet... Wo war das Ding denn? Da ist es auch schon. Ach. Mogel, 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 Mogelbaum. Komm her hier. Mogelbaum. Ich war gerade in der Höhlenzone. Wie man sich denken kann, besteht dort alles nur aus Felsen. Meine Camouflage-Technik, einfach im Grünzeug zu verschwinden, half mir dort also auch nicht weiter. Aber hier in der Grünzone gibt es viele geeignete Verstecke für mich. Wollen wir Verstecken spielen? Du wirst meine Technik bestaunen. Okay, mal sehen, ob du besser bist als deine Unterentwicklung. Gut, dann versuche mich zu finden. So, Mogelbaum. Bist du vielleicht hinter einem Baum? Ah, okay. Es ruft mir also sogar etwas zu, wie bei Marco Polo. Ah, ich sehe es schon wieder. Wow. Du bist ja so gut, ne? Und du sprichst auch noch deinen eigenen Namen aus, damit ich dich auch hundertprozentig finde, dummes Ding. Hi. Oh, du hast mich entdeckt. Verdruss, Verdruss. Richte den Pokémon in der Höhlenzone meine Grüße aus. Mogelbaum ist jetzt mein Freund. Yeah. Was sollte ich eigentlich nochmal machen? Ach ja, ich sollte Schelast irgendwie dazu bringen, dass das Ding schneller ist bei dem Wettrennen. Sprechen wir mal mit Bisasam. Der Gabo sagte, wenn Schelast es schafft, eine Bonusleistung zu erzielen, werde er dich auch die Brücke überqueren lassen, richtig? Na gut, dann muss ich Schelast eben mal etwas ins Zeug legen. Neben der Mindestleistung, die erzielt werden muss, um ein Spiel zu meistern, gibt es in Form der Bonusleistung noch eine zweite Gewinnstufe. Die Bonusleistung gilt für jedes Pokémon bei einem anderen Wert. Solange sich ein Pokémon also etwas ins Zeug legt, sollte es auch ganz unabhängig von seinem Können seine ganz persönliche Bonusleistung erzielen können. Wem dies gelingt, wird zur Belohnung außerdem eine größere Menge an Beeren verliehen. Ich habe etwas nachgedacht. Vielleicht erlaubt Bisaflor den Pokémon der Grünzone ja wieder an den Spielen teilzunehmen, wenn er nur einmal ihre fröhlichen Gesichter sieht, während sie sich bei seinem Spiel vergnügen. Neben dir, Pikachu, können auch einige der Pokémon an Spielen teilnehmen, mit denen du dich im Poképark angefreundet hast. Schaffst du es, ihre jeweiligen Bonusleistungen zu knacken, erhältst du zur Belohnung Beeren. Willst du Schüttelsprint spielen? Na, Sigi. Sehr schön, so gefällst du mir.
Ja, ich weiß, wie das Spiel funktioniert. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal Schelas. Wow, es gibt Pikachu. Das ist Krawall gebürstet. So, jetzt muss ich wieder schütteln, dass das Zeug hält. Schneller, du Mistvieh! Schneller! War ich jetzt Erster? Boah, krass. Und da sagt einer hier, dass das Ding angeblich es nicht schaffen würde, Erster zu werden. Beenden. Ja, bitte. Los, Pikachu, mach einen Moonwalk. Einen Moonwalk! Dann natürlich. Jetzt, wo Chellas die Bonusleistung erzielt hat, sollte Gagabor auch die Brücke wieder freigeben. Schnell, mach dich auf den Weg zu Endivie. Alles klar, Chef, mach ich. Er hat die Bonusleistung geknackt. Reden wir vom selben Pokémon? Wie hat er denn das geschafft? Nein, vergiss es einfach. Ich bin überhaupt nicht neidisch. Das juckt mich nicht im geringsten. Ob ich in Wahrheit selbst gern Schüttelsprint spiele und mit euch daran teilnehmen wollte, um auch meine Bonusleistung zu knacken? Ach was, wo denkst du hin? Los, ich lasse dich durch. Man sieht's. Schlechter Lügner. Ich bin hier auf der Insel. Gibt's hier irgendwas? Ein Schild. Da hängt ein Bild von einer Beere. Wow. You don't say. Ah, da ist Menki. Die Petze. Du scheinst ein echtes Talent fürs Laufen zu besitzen, aber wie wär's mit einem Kampf? Nur zwischen dir und mir. Wenn du gewinnst, lasse ich dich hier durch. Was gibt's da noch groß zu überlegen? Los geht's. Endlich mal dürfen wir wirklich kämpfen bei Pokémon. Kämpfe sind eine Form des Wettstreits, bei der sich zwei Pokémon unter Einsatz ihrer jeweiligen Attacken raufen. Gewonnen hat derjenige, der innerhalb der vorgehenden Zeit die Energie des Gegners auf Null absenkt. Ist dein Energievorrat erschöpft, hast du verloren. Schwäche deinen Gegner, indem du ihn aus dem Sprint heraus anrempelst oder mit deinem Donnerblitz behagst. An den Bildschirmzeigen kannst du ablesen, wie viel Energie dir bzw. deinem Gegner noch bleibt. Achte darauf, dass du gegnerische Angriffe stets ausweichst, um deinen Energievorrat zu schonen. Lauf doch nicht weg. Komm her, du. Mach dich kaputt, Junge. Oh, ich hab zu früh hier. Oh. Will dich schocken, komm her. So, stirb. Ha. Hab mich gerade ein bisschen dumm angestellt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Was? Ich soll verloren haben? Na gut, ich stehe zu meinem Wort. Du darfst passieren. Wenn du zu dieser Flur willst, dann halte dich hinter der Brücke links und lasse dir von Glibunkel das Tor öffnen. Dann bis bald. Ich werde weiter an meinem Kampfstil arbeiten, damit ich dich das nächste Mal auch ganz sicher besiege. Ja, du hast es gehört. Ich will unbedingt eine Revanche. Ah, Menki ist jetzt mein Freund. Cool. Oh, Panflam, eins meiner Lieblings-Pokémon. Oh, ein Myrapla. Ach ja, in der Grünzone ist einfach alles so wunderschön grün. Aber angeblich besteht eine andere Zone hier im Pokepark sogar aus einem riesigen Blumenmeer. Gerüchte zufolge blüht dort auch eine äußerst seltene Pflanze. Hör mal, ich spiele total gern Verstecken. Komm, lass uns Verstecken spielen. Aber Myrapla könnte eventuell tatsächlich kniffliger werden. Aber, ja, danke, du hast mir jetzt schon wieder dein Versteck gespoilert. Du bist so dumm, ne? So, rosafarbene Blume und daneben wird ein Gebüsch sein, was verdächtig wackelt. Na, wo bist du denn? Irgendwo hier auf jeden Fall. Ach, da. Ha, hätte ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, wenn es nicht so dumm wäre und seinen Namen gesagt hätte. Hihi, du hast mich gefunden, aber ich bin froh, dass du mich entdeckt hast. Myrapla ist jetzt dein Freund. Jo, wo geht's denn? Ah, das Schild. Halt. Lauf zurück, du dummes Ding. Geh entlang zum Lianenhop mit Visaflor. Spiel auf eigene Gefahr. Ein Griffel.
Hey du, hör mir mal zu. Ich war gerade so auf Hochtouren, dass ich kopfüber aus dem Sprint in einen weißen Baum gerettert bin. Und soll ich dir was sagen? Es sind Bären herabgepurzelt. Ach ja, ich bin eben ein Held. Willst du auch mal ausprobieren? Wollen wir Fang spielen? Oh, na klar, warum nicht? Los, versuch mich zu fangen. Hier gibt's viele Affen-Pokémon, das ist cool. Affen sind nicht meine Lieblingstiere. Und auch meine Lieblings-Pokémon. So, komm her hier. Boah. Der ist jetzt mir aber echt schnell ausgewichen. Dann hat er hier so einen Move gemacht, Alter, habe ich nicht mitgerechnet. Jetzt komm doch her, du! Los! Ha! Ich weiß ja nicht, dass Griffel so groß ist. Das ist ja größer als Menki. Oh nein, ich habe verloren. Komm, lass uns Freunde werden. Ich erzähle auch allen meinen Geschwistern von dir. Dann sind alle Griffel im Pokepark deine Freunde. Ach, schon so ein bisschen rassistisch, ne? Hast du eine Pokémon-Spezies befreundet? Bist du mit allen befreundet, automatisch, weil alle gleich sind. Oh. Wo, da war jetzt gerade die hässliche Weiterentwicklung noch aufgetaucht. Ich weiß zwar nicht wo, aber muss ja auch irgendwo hier sein. Hier geht's auch noch irgendwo lang. Das sehe ich auf der Minimap unten rechts. Hallo? Anscheinend ist hier kein. Oh, ein Carpador. Nicht darunter? Ich möchte zum Carpador. Ich möchte mit einem Carpador befreundet sein. Carpador, 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 Carpador. Irgendwie nicht. Hier nochmal ein paar Truhen. Oh, ein Knilz. Knilz ist eingetroffen. Und es ist so schnell eingetroffen, dass es sich direkt wieder wegteleportiert hat. Kann ich es vielleicht schocken? Ja, das hat funktioniert. Carpador ist hereingeplanscht. Oh, armes Vieh, erstickst du nicht hier auf dem Trockenen? Carpador! Sind meine Barthaare nicht toll? Ich mach dem Namen Carpador alle Ehre. Nanu, ist dir etwa langweilig? Dann hast du bestimmt Lust auf eine Partie Fangen mit mir. Ich kann jetzt an Land mit Carpador Fangen spielen? Ist es nicht deren Ernst, oder? Alter. Wer kommt denn auf so eine Idee? Oh, komm her. Kannst du dich bitte zu Gyarados weiterentwickeln? Tja, du hast es wie durch ein Wunder geschafft, mich zu fangen. Das soll belohnt werden. Du und ich, wir sind nun Freunde. Wir spielen mal wieder zusammen, das nächste Mal verliere ich nicht. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Meine Fresse. Entgegen jeglicher physikalischen Gesetze stirbt das Ding an Land nicht. Okay. Ah, das hässliche Ding. Ambidiffel, okay? Ich hätte nicht den Namen gewusst. Ich würde ja so gern am Visafloss Spiel teilnehmen. Ich kenne da nämlich einen Trick. Lässt man die Liane los, wenn sie gerade den tiefsten Punkt passiert hat, soll man eine besondere gute Leistung erzielen können. Probier's mal aus. Aber sehr gut, ich war gerade auf der Suche nach einem Gegner. Lass uns gegeneinander kämpfen. Na klar, warum nicht? Gut, dann geht's jetzt los. Stirb. Oh, Steinwurf war das, was? Stirb. Oh, verfehlt. Stirb. Ja, wie gesagt, ist halt ein Spiel für Kinder, ne? Ist nicht so anspruchsvoll jetzt. Gut gemacht, du hast es drauf. Lass uns Freunde werden. Ambidiffel ist jetzt dein Freund. So, hier war doch gerade noch irgendwo das Knilz, das ich aufgedeckt habe. Wo ist es denn jetzt hin? Knilz, wo bist du? Du hässliches Teil.
Mit einer Primär. Ah, okay, hier ist also so eine Art Hub. Muss ich jetzt erst nochmal hier das scheiß Knilz finden. Wo ist es denn? Knilzi, Knilz. Wo bist du? Da ist Knilz. Bam! Direkt umgerempelt. Komm her hier. Eigentlich bin ich ja eher der Typ für muffige, klamme Orte. In der Höhlenzone muss es toll sein. Dort gelangt angeblich nicht ein einziger Strahl Tageslicht hin. Übrigens, ich habe aus meiner Kiste heraus einen Trick für Bisasams Spiel mitbekommen. Du musst beim Startschuss anfangen zu sprinten. You don't say! Willst du mit dem Fang spielen? Von wollen kann ich die Rede sein, aber ich tue es einfach mal. Gut, dann kannst du ja losgehen. Ich fange an. Der Knilz hat Beine? Ich dachte, es hüpft immer nur von A nach B. Was war denn das gerade? Ach, das furzt dir so eine Scheiße nach hinten raus. Das ist ja auch raffiniert. Aber es wird ihm nichts nützen. Du hast mich erwischt, du bist einfach eine Wucht. Komm, lass uns Freunde sein. Ja, erst furzt er mir ins Gesicht und jetzt will er mein Freund sein. Das kenne ich aus meinem Privatleben auch. So schließe ich öfters mit Leuten Freundschaften. So, wo ist denn jetzt hier mit Bisasam? Warte, warte. Nein, habe ich mir eingebildet. Da ist Glieblunkel. Oder Glieblunkel? Glieblunkel! Glieblunkel? Doch, Glieblunkel. Was ist? Ich soll dich zu Bisaflor durchlassen, sagst du? Niemals. Gesetz ist Gesetz. Dieses Tor muss durchgehend geschlossen bleiben. Das gilt ganz besonders für dich, zwielichtige Gestalten wie dich. Es sei denn, ich habe gerade wieder etwas Platz im Magen. Bring mir 200 Beeren und ich öffne das Tor für dich. Oh, du hast 200 Beeren dabei. Dann greife ich mal ganz ungeniert zu. Was sagst du da? Du bist ein Freund von Endivie, die vorhin einführt wurde. Dann bist du also gekommen, um deine Freundin zu befreien. Oh, was für eine selbstlose Tat. Na gut, Kommando zurück. Hier hast du 170... Was? Hier hast du 170 deiner Beeren. Sag mal, bist du breit, oder? Was soll denn das? Das überrascht dich jetzt, oder? Ja, ein bisschen. Ach was, bedanke dich doch nicht. Hätte ich 200 Beeren gegessen, hätten sie mir nur schwer im Magen gelegen. So, jetzt öffne ich das Tor für dich. Ich verstehe den Sinn davon nicht, aber gut. Ich versuche das Ganze vielleicht einfach nicht mehr zu hinterfragen. Bis später, sag keine weiter, aber ich stehe voll hinter dir. Oh, und als Dank für all die Beeren verrate ich dir einen kleinen Trick, der dir im Kampf helfen könnte. Wenn du deinen Gegner direkt gegenüberstehst, kannst du seinen Angriffen blitzschnell nach links oder rechts ausweichen. Na, wusstest du das schon? Ehrlich gesagt, nein. Würde ich bekämpfen, blitzschnell nach links oder rechts, indem du zweimal in Folge auf Steuerkreuz nach links oder rechts drückst. Ah, okay, cool. Das sollte mir später helfen. Ja, jetzt stehen wir vor dieser ominösen Höhle, wo das Bisaflor auf mich wartet. Mit dem dümmsten Türsteher, den es in der Pokémon-Welt wahrscheinlich gibt. Aber ich denke, das reicht erstmal wieder für diesen Part. Wenn ihr wissen wollt, wie ich Bisaflor den Arsch aufreiße, dann schaltet auch beim nächsten Part wieder ein. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zusehen und sage... Hause Bounce!